Und was sagt ihr? Wie findet ihr den Sänger? Was denkt ihr so? Ja, ich bin gespannt, was ihr mir so in die Kommentare dazu schreibt. jetzt kommen wir zu einem etwas ruhigeren Thema weiter. Und zwar war ja Muttertag in Ägypten. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, was schenken die Ägypter gegebenenfalls ihren Müttern? Also Eid feiert das mit meiner Schwiegermama bzw. mit seiner Mama. Und meine Schwiegermama hat dieses Mal eine Torte bekommen und ein neues Kopftuch von Eid zum Muttertag. Ich weiß nicht, ob sie von den anderen, was sie von den anderen Kindern bekommen hat. Habe ich nicht gefragt, habe ich nicht gehört, aber ich kann euch die Torte zeigen. Und ich muss gestehen, die sieht wirklich lecker aus. Und ich war ein bisschen neidisch darüber, dass ich jetzt gerade nicht dabei sein kann, um die Torte mit den, ja, mit allen zu verdrücken dort, ne? Also die sieht wirklich extrem lecker aus, aber sie sind auch unglaublich süß. Also wenn man mal so eine ägyptische Torte probiert hat, es gibt ja, oder wir haben häufig die mit Obstdekoration oben drauf und ich mag sowas sehr, sehr, sehr gerne. Aber die sind so unglaublich süß. Also man schafft da ein halbes Stück. Ich schaffe ein halbes Stück davon, wenn überhaupt. Und dann bin ich echt satt und durch mit dem Thema, weil das so zuckersüß ist, dass ich da nicht mehr runterkriege. Aber schaut selbst. So, habt ihr auch so einen Hunger bekommen jetzt von durch die Torte? Ich schon, obwohl ich gerade erst vor einer Stunde gegessen habe, aber irgendwie habe ich so Nafs nennt man das, so Gelüste kann man das vielleicht so übersetzen. Und ja, jetzt kommt ein Shopping Haul oder wie nennt man das? Ich habe festgestellt, dass oder ich hatte das Gefühl, dass der Haul ja recht gut angekommen ist bei euch, also mit den Klamotten, die ich gekauft habe bei New Yorker und bei Ernstings Family und bei Kick, das und auch, dass ich euch das vorgestellt habe. Ich hatte, wenn ich das so sagen darf, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hatte das Gefühl, es kam sehr gut an und hat euch auch gefallen. Und ja, jetzt hat es sich zufällig spontan ergeben. Ich habe mit Freunden, wir haben so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Und die eine Freundin sagte dann halt schon so, ja, pass mal auf, die machen bestimmt bald die Läden wieder zu. Und ich denke, oh nein, oh nein, oh nein. Ne, wir waren ja nun das letzte Mal im Dezember shoppen, also bevor dann alles dicht gemacht wurde. Und dann habe ich so ganz spontan überlegt, der Tag war heute. Das muss, warte mal, wann, was haben wir denn heute? Donnerstag? Das muss Dienstag gewesen sein. Oder gestern, Mittwoch? Nee, Mittwoch war das. Stimmt, gestern war es. Ja, und der Tag war so elendig lang. Viele Termine. Also, ich hatte, glaube ich, 4 Termine am Stück fast. Und wenig Pausen dazwischen. Und irgendwie war ich so, dass ich gesagt habe: oh, ich muss jetzt echt mal raus, was anderes sehen. Und habe mich dann ganz spontan entschieden, zu Woolworth zu gehen. Woolworth, ich glaube, man sagt das so. Und zu Deichmann nochmal, weil ich gerne nochmal schauen wollte. Ich habe überlegt, ob ich meinem Schwager für die Hochzeit noch, wenn ich was finde, anständige Schuhe mitbringe. So Lederschuhe, schwarze, ne, für den Anzug. Aber ja, deswegen bin ich dann nochmal spontan zu Deichmann. Und ohne Termin. Hatte Glück, muss ich tatsächlich sagen. Sie sagte zu mir, also ich hätte jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Ich gucke auf die Uhr, weil sie sagte dann, ab 16:30 Uhr sind die Termine sehr ausgebucht. 17 Uhr auch sind sie komplett zu. Das heißt, da könnte sie mich dann nicht reinlassen. Ich könnte jetzt, dann war es irgendwie 4:10 oder so. Ich sage, dann habe ich ja jetzt noch 20 Minuten. Und dann bin ich spontan nochmal bei Deichmann rein und habe geguckt. Habe aber so nichts gefunden, was ich, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt was für ihn, so was mir gefallen hätte. Und habe da aber noch ein anderes Paar, also ein paar Turnschuhe gefunden. Die habe ich mitgenommen, zeige ich euch gleich. Und dann bin ich zu Woolworth.
Ich habe echt eine Weile überlegt, ob ich reingehe oder nicht. Ich erzähle euch auch gleich, warum. Im Internet habe ich mich schlau gelesen, wollte eigentlich einen Termin vorab buchen. Und dann stand, ja, kann man vor Ort machen und kann man auch anrufen vorher. Habe ich gedacht, naja, vor Ort, ich bin ja eh vor Ort, gehst du rein, so wie bei Deichmann, machst das eben fertig und dann ist es gut. Nein, bei Woolworth ist das anders. Man muss vor der Tür stehen und anrufen. Die Dame hinter der Tür, die hat wirklich hinter der Tür ihr Podest, geht ans Telefon und dann kann man sie fragen, ob man jetzt einen Termin bekommen kann. Und entweder sagt sie ja, passt oder passt nicht. In meinem Fall hat es gepasst. Ich habe dann draußen noch ein bisschen rumgewühlt, weil die Viertelstunde, die man dann bekommt, auch das war ein Grund, wo ich überlegt habe, ob ich da wirklich reingehen will, weil man hat nur 15 Minuten Zeit. Und die 15 Minuten laufen, auch wenn man draußen schon vor der Tür auf den Ständern schaut, die da sind. Also oft sind ja diese Rondells draußen. Und auch da zählen schon die 15 Minuten mit, wenn man da dann anfängt zu gucken und man hat einen Termin gebucht. Dann habe ich ja drinnen gar keine Zeit mehr. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Deswegen habe ich dann erst draußen rumgewühlt, ohne dass sie irgendwie Kontaktdaten von mir hatte oder so, ne? Also ich habe dann draußen in Ruhe geguckt. Die Sachen, die mir gefallen haben, habe ich dann mit reingenommen, weil, ne, muss ich ja dann bezahlen. Dann habe ich einen Zettel ausgefüllt, wo, ne, mit den Angaben, Telefonnummer, Adresse, was sie auch immer alles haben wollen. Und dann konnte ich shoppen gehen und dann hatte ich auch eine Viertelstunde. Und ich muss auch sagen, die Dame, die da vorne an dem Podest steht, die ist tatsächlich auch durch den Laden gegangen, hat die Leute gesucht, wo die Viertelstunde rum war und hat denen gesagt, so, ihre Viertelstunde ist rum, sie müssen jetzt bitte zur Kasse gehen. Finde ich persönlich echt ganz schön schräg. Ich meine, aber auf der einen Seite sehr konsequent. 15 Minuten, so kann jeder auch mal rein. Aber der Laden ist relativ groß. Das heißt, ich habe tatsächlich vorne bei der Werbeware gerade mal eben gucken können ein bisschen. So dieses Rondell einmal Schwung geben, ratter, 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 dass die Sachen von selber da langlaufen, so ungefähr. Geguckt, was gefällt mir, rausgezogen, Preis geguckt, fertig und alles klar ins Körbchen und weiter. Dann bin ich nochmal bei den Schuhregalen gewesen. Ich habe noch für meine Schwiegermama Ballerinas gesucht. Die waren aber irgendwie komplett schon raus bei denen. Also da hatten sie diesmal gar nichts. Aber dafür habe ich ein paar Turnschuhe geschossen dort, günstig. Erzähle ich euch aber auch gleich alles in dem Video und sage dann auch, was ich dafür bezahlt habe und so. Deswegen nur mal so ganz kurz angerissen. Und dann bin ich noch mal zu einem Ständer mit, ich glaube, Aktionsware oder reduzierten Sachen gegangen für Herren und habe da dann noch mal so Sweatjacken gefunden von Winston Polo Club oder wie man das richtig ausspricht oder Finsten. Aber ich würde eher sagen Winston oder ja. Und habe dann da nochmal Sweatjacken gefunden und so Softshelljacken und auch teilweise wirklich große Größen und wirklich zum Schnapperpreis. Sage ich, also zeige ich euch gleich nochmal und habe mich dann jetzt entschieden, nächste Woche Dienstag, wenn die Geschäfte dann noch offen bleiben sollten, werde ich mit meiner Mama nochmal shoppen gehen, weil sie auch gerne shoppen wollte. Sie war jetzt ja schon länger nicht mehr. Und ja, dann habe ich gedacht, dann nehme ich mir einfach den Tag frei. Werde morgens mit ihr einkaufen gehen, weil eigentlich war ja Donnerstag geplant, dass da geschlossen ist. Und dann haben wir gedacht, dann gehen wir mal Dienstag einkaufen, weil Mittwoch wird ja der Untergang sein. Und Samstag, Ostersamstag oder Kar-Samstag, wie man es nennt, habe ich keine Lust mehr einkaufen zu gehen, außer ich habe wirklich was vergessen, was lebensnotwendig ist. Ansonsten wäre ich, glaube ich, nicht einkaufen gegangen oder würde ich dann am Kar-Samstag nicht einkaufen gehen. Ja, und deswegen haben wir uns spontan entschieden, dass wir dann eben nochmal bei Woolworth vorbeischauen und ich dann nochmal weitergucke, da wo ich es noch nicht hingeschafft habe in meiner Viertelstunde. Ja, und dann geht es für uns weiter zu Dohnenhof. Und wir werden dann nochmal bei New Yorker und bei Ernstings Family, denke ich, shoppen gehen. Vielleicht auch nochmal bei H&M und so. Mal sehen, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir wollten eigentlich gerne direkt auch bei Dohnenhof shoppen gehen, aber irgendwie mit dem Termin buchen, was ich gelesen habe, das liest sich tatsächlich so.
als wenn man einen Verkäufer an die Seite gestellt bekommt, der einem dann nicht mehr von der Pelle weicht und man kann sich dann nicht frei bewegen. Zumindest las ich das für mich so und da habe ich absolut keine Lust drauf. Das ist nichts für mich. Dann verzichten wir lieber und gehen dann eben wieder, wenn es wirklich frei ist. Die anderen Sachen sind zwar auch umständlich und ich bin nicht so der große Fan davon. Ich mache es jetzt nochmal, weil für Mama dann entsprechend, aber Dodenhof klemmen wir uns beide, haben wir gesagt. Also nein, muss nicht sein. So, jetzt habe ich genug geredet von Terminshopping und so weiter. Jetzt zeige ich euch mal meine kleine Ausbeute und bin gespannt, was ihr sagt. Also bis gleich wieder. So, ihr Lieben, weil das mit dem Shopping so gut angekommen ist, habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt nochmal meine neuesten Sachen. Ich war heute bei Woolworth und bei Deichmann und jetzt zeige ich euch erstmal die Sachen vom Woolworth. Das ist so eine Regenjacke, da ist ein Inlay drin, was man rausnehmen kann. Zeige ich euch auch nochmal, das ist ein, ja, ich würde sagen schwarz oder ganz, ganz dunkelblau, das kann ich nicht so ganz definieren. Kann man hier drin das Inlay rausnehmen. Hat eine Kapuze, ist Hausmarke von Woolworth, wie man sieht. Hat hier drin noch, ah ne, das ist der Reißverschluss. Hier nur eine kleine Innentasche, hier oben Taschen drauf mit Reißverschluss, seht ihr? Und ja, hier Reißverschluss und geknöpft, also kann man beides benutzen. Arme kann man ein bisschen kleiner machen hier, wenn man das braucht. Und ich glaube, die Kapuze, gerade mal schauen mit euch. Ne, die Kapuze ist fest, aber das Innenleben kann man halt rausnehmen, wie man sieht. Und habe ich bekommen für den Schnapperpreis von 2,99. Ja, was habe ich als nächstes? Ich habe gefunden eine Sweatjacke in einem Neongelb. Neongelb würde ich sagen. Neongelb, Neongrün. Mag ich total gerne leiden. Ich stehe auf diese ausgefallenen Farben, das wisst ihr ja. Und Vincent Polo Club, auch bei Woolworth gefunden. Mit, ja, hier so Bündchen. Ne? Ist halt so eine Sweatjacke, wie man sieht. Kann man hier aufmachen. Für mich in XXL. Passt auch, habe ich anprobiert. Ist zwar Männerjacke, aber die passt mir sehr, sehr gut. Fällt auch ein bisschen größer aus, muss ich sagen. Arme sind leider etwas lang für mich, aber ja, zur Not ziehe ich sie halt ein bisschen hoch. Auch Schnapperpreis 2,99. Ja, und weil ich die Farbe so geil fand und sie auch noch mal eine Nummer kleiner gab, habe ich die gleiche für echt in der gleichen Farbe gekauft. Nur eben ein paar Nummern kleiner. Können wir im Partnerlook gehen, nicht nur mit unseren Turnschuhen, sondern auch mit der Jacke. Denn habe ich ihm das gezeigt, er war auch wieder so geil. Leute, dann habe ich ihm das Bild gezeigt, wie ich meine Jacke getragen habe und sagte, ist die etwa für Frauen? Ich sage, nee, Hase, die ist für Männer. Ich sage, aber ist mir egal, ich trage die halt auch, weil es halt eine Jacke, ne? Und sagt er, ich muss so lachen. Und dann sagt er, nee, wollen wir die dann zusammentragen vor Ort so ungefähr? Und ich sage, nee, nee, alles gut. Ich werde sie wohl in Deutschland tragen. Ich sage, und du kannst sie dann in Ägypten anziehen. Und dann hat er dann gesagt, ja, nee, also wir tragen die dann zusammen in Deutschland. Im Partnerlook, voll süß. So, und nochmal eine schöne Jacke, wie ich finde. Ich gehe mal ein Stück besser dichter ran, dass ihr das mal sehen könnt. Das ist so ein Blau. Blau-schwarz meliert nennt man das, glaube ich. Ist auch eine, ja, so eine Sweatjacke oder Softshelljacke, sowas vom Außen her fühlt sich an wie so eine Softshelljacke. Habe ich auch bei Woolworth gefunden für 2,99. So, und nochmal eine Jacke, auch von Woolworth. Erima sagt mir nichts. Ist XXL, so eine, ja, Fußballjacke hätte ich fast gesagt, so eine Joggingstoff ist das. Und hat mir auch sehr gut gefallen von den Farben her. Hier ist so gestreift, wie man sieht vielleicht. Moment. So, ne? Schwarz unten und dann oben blau-schwarz gestreift. Hier ist dann schwarzer Einsatz, wie hier eben auch. Das ist ein bisschen abgehoben hier, dieser Aufdruck. Das ist so ein Gummiaufdruck. Ja, und relativ dünn, also man kann man gut, so ich sag mal, wenn so ein laues Lüftchen geht,
Einfach mal drüber schmeißen, wenn es ein bisschen fröstelt, für 2,99. Dann habe ich noch mal ein T-Shirt gefunden in Schwarz. Das ist hier so ein bisschen gerafft hier oben. Sorry, hier oben ein bisschen gerafft. Hinten ist so ein kleiner, Moment, ein kleiner Knopf zum Öffnen und ein kleiner Ausschnitt hier. Und das Ganze auch vom Woolworth runtergesetzt auf 1 Euro. So, und jetzt noch mal ein mega cooler Pulli, wie ich finde. Ja, mit Aufschrift hier unten, dann hier so ein Aufnäher. Finde ich auch immer ganz witzig. Ich mag sowas hier. Dann so eine Brusttasche, stehe ich auch total drauf. Ärmel bedruckt, das ist so graue Schrift und weiß. Hier auch grau, hier wieder weiß. Hier so ein helleres Grau oder weiß ist das und hier dann wieder grau. Der andere Arm auch bedruckt. Und die Rückseite, erstmal auch mit Kapuze und wie ihr seht hier. Jetzt nochmal die Rückseite, auch mega cool. Also ich finde das Teil einfach echt mega. Schaut mal. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Die Kapuze oben noch bedruckt. Ich finde es einfach echt richtig, richtig schön. Auch reduziert auf ja, 2,99. So, meine Lieben, jetzt habe ich nochmal eine Jogginghose, auch von Finson, wie auch immer die richtig ausgesprochen werden. Auch bei Woolworth gefunden. Das ist übrigens ein Stein. Nicht, dass ihr denkt, was das für ein brauner Haufen hier ist. Der ist, das ist ein Türstopper. Das ist so ein Findling halt, ne? Und auch bei Woolworth gefunden für 2,99. Und jetzt nochmal, last but not least, Turnschuhe. Auch bei Woolworth gefunden. Größe 37. Ja, wirklich sehr, sehr leicht. Mama hat schon mal anprobiert, aber passen hier leider nicht, sind zu groß. Für 2 Euro. So, und dann nochmal meine Ausbeute bei Deichmann. Ich habe Bandschuhe gekauft in Schwarz-Turnschuhe mit weißer Sohle, wie man sieht hier. Finde ich auch super schick. Für 9,99 € oder 95. Weiß jetzt nicht genau, nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube 95. Und einmal Barfußsohlen. Meine sind jetzt ausgegangen, die waren gerade reduziert auf 2,99, um die Hälfte reduziert. Leute, ich habe schon wieder gesehen, es sind 53 Minuten geworden. Ich rede einfach viel zu viel und viel zu gerne mit euch. Das tut mir wirklich leid, sorry. Nein, also ich rede wirklich gerne mit euch und auch wenn jetzt gerade keiner dabei ist, der mir antworten kann, aber irgendwie mir macht das wirklich Spaß, muss ich sagen, auch zu erzählen, was so die Woche über passiert ist. Und ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ich glaube, ich werde zwei Teile aus dem Video machen. Ja, so, jetzt habe ich noch mal. Ich hatte ja bei Facebook schon geschrieben, dass es da ja die Heidi und Basant verkauft worden sind von meiner Schwägerin. Und es gab da so ein bisschen ewiges Hin und Her mit dem Verkäufer. Und ja, ich war mächtig traurig darüber, muss ich euch auch ganz ehrlich sagen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass sie vorher nichts gesagt hat. Ich weiß auch nicht warum, ob sie vielleicht einfach. Ich glaube, die Ägypter sind da einfach auch nicht so, ne? Dass sie so groß drüber nachdenken und sagen so, ja, nee, ich mag das Tier ganz gerne. Ist halt so, ist halt ein Tier und die haben halt nicht so den Bezug zu den Tieren und nicht so wie wir halt Europäer oder viele Europäer, nicht alle, aber viele eben. Und für die ist es einfach nur ein Nutztier und ja, aber letztendlich, es ist so, wir haben die beiden zurückbekommen. Und sie dürfen jetzt auch bleiben. Sie werden nicht wieder verkauft. Und ja, ich hoffe, dass sie jetzt ein wundervolles und wunderschönes Leben bei uns haben werden. Und freue mich riesig darüber, dass sie bleiben dürfen. Und ja, ich bin noch gespannt. Wir wissen immer noch nicht, ob Heidi, nein, nicht Heidi, Ansa, die braune Ziege, ob sie schwanger ist oder nicht. Es sieht so aus, aber so hundertprozentig sicher sind sie sich auch nicht. Vielleicht hat sie auch einfach nur zu viel gefressen. Keine Ahnung, aber naja. Gut, wirklich genug geredet jetzt von mir.
Ich zeige euch jetzt nochmal unsere Täubchen. Wir haben wieder ein paar Jungtiere bei uns. Hat Aid mir gezeigt und oder uns dann in dem Fall. In dem Video zeigt er uns unsere Jungtierchen. Und im Anschluss zeige ich euch mal Heidi und Percent und eben auch Ansa. Ansa ist, muss ich sagen, ein bisschen eifersüchtig auf Percent und macht da immer mal ein bisschen Probleme. Oder vielleicht ist es auch Erziehung, ich weiß nicht genau. Ja, aber so sind sie halt, die Tiere untereinander. Okay, ihr Lieben, dann schaut einfach mal, also wer keine Tiere mag, wie immer, ihr wisst, ihr könnt ihr jetzt abschalten, da kommt jetzt erstmal nichts mehr weiter, ne? Es sind nur noch die Tierchen, die Tauben und Percent und Ansa und Heidi. Und ich denke, die Dorfgemeinschaft Matbacher Nass, Le Couloel Nass, da hat sich auch ein bisschen was getan in der letzten Woche, da ist ein bisschen was passiert. Ich verrate mal so viel, der Maler war da und ich möchte euch das gerne zeigen, das werde ich aber in einem separaten Video machen, mit dem Essen zusammen, was es dann da wieder zu essen gab, weil ich glaube, das wird jetzt einfach in diesem Video wirklich viel zu lang. Und wir sind jetzt knapp bei einer Stunde und das wird zu viel, wenn ich das noch mit dranhänge. Dann sind wir über eine Stunde, da hat ja gar keiner Lust und Zeit, sich das anzugucken so lange. Deswegen mache ich dann ein separates Video von und zeige euch mal, wie es geworden ist. Also ich persönlich fand es wirklich sehr niedlich und gefällt mir. Und ich bin auch mal gespannt, was es zu essen gibt. Ich habe wieder nichts gehört. Ja, mal schauen. Also, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag, wunderschönes Wochenende, weil ihr werdet das Video wahrscheinlich morgen zu sehen bekommen, sprich Jummel Jummer am Freitag und dann steht ja für uns alle noch das Wochenende an. Ich hoffe, ihr habt was Schönes vor. Ich werde zum Geburtstag von meiner Mama gehen und eventuell, wenn alles klappt, fahre ich auf Besuch zu meiner Freundin. Oder sie kommt zu mir und wenn sie zu mir kommt, werden wir mal durch meine Stadt gehen und ein bisschen filmen unterwegs. Und wenn ich zu ihr gehe und das Wetter mitspielt, werden wir vielleicht auch noch mal das ein oder andere uns angucken, was ich euch dann noch zeigen kann mit dem nächsten Video. Und ja, bis dahin bleibt gesund. Ihr wisst, ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die Fragen in die Kommentare. Abonniert mich auch gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt. Auch darüber freue ich mich sehr. Und ja, ansonsten, vielleicht habe ich Lust, die Tage nochmal irgendwie einen Live-Chat zu machen mit euch. Dann gucke ich mal, komme ich einfach mal rein. Ich werde mal schauen. Bis dann, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis bald. Bye, bye.